Eine zwar imaginäre, aber nicht minder aufregende Weltreise haben am Dienstagvormittag die Kinder aus den Kindertagesstätten Grashüpfer in Verden und Nädenauer Bergen mit ihren Erzieherinnen unternommen. Als Reiseleiter haben die angehenden Sozialassistentinnen und Assistenten der BBS Verden fungiert, die die Weltreise als Abschlussprojekt ihres ersten Ausbildungsjahres geplant, organisiert und durchgeführt haben. Wie fühlt sich das denn an den Füßen? Matschig, pampig und kalt. Ist das schön oder nicht so schön? Schön. Genau, super. Wie sieht denn ein Iglo aus? Wie sieht ein Iglo aus? Mit dem Dach. Schaffst du es noch ein, zwei, komm. Ja, super. Toll, oder? Und guck mal, wenn man die Larven sich mal anguckt, ne? Und die, da sind die richtig groß, ne? Wir fischen im tiefen, tiefen Meer und wir reinigen. Guck mal, was da alles an Müll drin ist. Das Meer ist so vermüllt. Und das trennen wir dann. Okay. Da recht geil. Macht euch das Spaß hier? Ja. Ja? Und in der Wüste war es auch Spaß.